Nun kenne ich wirklich niemanden, nun kenne ich wirklich niemanden, bei dem das Thema Steuern Leidenschaft hervorruft. Es sei denn, sie gehen herunter. Aber da gibt es eine, die wirklich interessant ist. Sie heißt Tobin Steuer, benannt nach einem inzwischen verstorbenen Ökonomen. Sie richtet sich gegen Devisenspekulationen, also gegen eine kleine Gruppe von Finanzjongleuren, die unvorstellbar große Geldmengen täglich um den Globus jagen, um dann unkontrolliert große Gewinne zu machen. Globalisierungskritiker wie die neue Bewegung ATTAC fordern, dass diese Gewinne maßvoll besteuert werden. Wissen Sie eigentlich, wie viele Nullen eine Billion hat? Mein Kollege Kim Otto und ich schauten uns jedenfalls Zahlen mit 12 Nullen an und näherten uns einer Spekulationssteuer. Das war wirklich spannend. Gigantischer Kreislauf. Devisen, die per Computerklick von Tokio nach Frankfurt nach New York hetzen, dann wieder zurück. Über 2 Billionen Euro, über 2000 Milliarden täglich. Dieses Geld hat nichts mit dem Austausch von Waren zu tun, sondern dient der Spekulation, ohne dass für Gewinne Steuern gezahlt werden. Das muss geändert werden mit einer weltweiten Abgabe auf Spekulationsgewinn, der sogenannten Tobin-Steuer, sagt Astrid Kraus. Sie engagiert sich gegen eine unbegrenzte Globalisierung und ist ein Mitglied der Bewegung ATTAC. Und sie ist Steuerberaterin. Sie weiß, dass Großbanken und Fonds täglich unkontrolliert 280 Millionen Euro Gewinne machen. Erstaunlich. Jedes Sparbuch wird doch besteuert, nur diese globale Zockerei nicht. Sie ist pragmatisch. Spekulationen kann man nicht verbieten, aber man kann die Gewinne doch beschneiden. Also ich hoffe, dass endlich mal Leute kommen, die Druck machen, dass wirklich mal Druck auf die Politiker gemacht wird, dass die Sache, die wirklich machbar ist, um Finanzmärkte zumindest zum Teil unter Kontrolle zu bringen, nämlich die Tobin-Steuer einzuführen, an Politiker weitergeben, dass da mal gehandelt wird. Das ist mir wichtig. Altenkirchen im Westerwald. Astrid Kraus ist ständig unterwegs, um normalen Bürgern die Tobin-Steuer zu erklären. Benannt nach einem Ökonomen, der eine Abgabe erfand, um ungehemmte Spekulation zu bremsen. Kompliziert? Ach was. Alte und junge Menschen aus allen Schichten kommen. Die Tobin-Steuer wirkt wie Sand im Getriebe. Sie wird immer erhoben, wenn Geld von einer Währung in eine andere getauscht wird. Und der Prozentsatz muss so hoch sein, dass reale Investitionen nicht behindert, aber Spekulationen verhindert werden. Dass die Tobin-Steuer endlich auf die politische Tagesordnung kommt, dafür setzt sich die Bewegung ATTAC ein. So etwas wie eine weltweite Bürgerinitiative. Sie hat mächtige Alliierte. 2001, Verleihung des Nobelpreises für Ökonomie an Josef Stiglitz. Von 1997 bis 2000 war er Vizepräsident der Weltbank. Eine der führenden Autoritäten für globale Finanzwirtschaft. Für ihn ist die Tobin-Steuer eine Chance, mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Wir brauchen Geld, um eine sinnvolle Entwicklungspolitik zu betreiben, um Armut zu bekämpfen und um gesundheitspolitische und ökologische Fragen in Angriff zu nehmen. Dieses Geld haben wir noch nicht. Deswegen brauchen wir eine Tobin-Steuer. Sie beschafft das Geld, um endlich die wichtigsten Probleme auf der Welt bekämpfen zu können. Sie versucht, einen Ausgleich zwischen Arm und Reich herzustellen. Gäbe es weltweit eine Tobin-Steuer von nur 0,05%, so kämen im Jahr 57 Milliarden Euro zusammen. Genauso viel, wie jährlich weltweit für Entwicklungshilfe ausgegeben wird. Genug, die schlimmste Armut zu überwinden. Aber der Kanzler blockt. Natürlich, meine Damen und Herren, weiß ich um die gravierenden Einwände gegen die sogenannte Tobin-Steuer. Wie lässt sich abgrenzen die Besteuerung von spekulativen Finanzströmen zu denen, die dem Warenverkehr entsprechen? Wie lässt sich das vereinbaren unter den wichtigsten, wirtschaftlich stärksten Nationen der Welt, ohne dass es neue Oasen für spekulative Finanzbewegungen gibt? Vorgeschobene Argumente, meint Professor Bernd Spahn. Erstens ist sie jetzt schon in Europa machbar, ohne dass Steueroasen entstehen. Und zweitens, durch einfache Lenkmechanismen werden nur Spekulanten durch die Tobin-Steuer bestraft. Das stellte er in einem Gutachten für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung fest. Wir brauchen die USA nicht. Wir können das als Europäer allein machen, vorausgesetzt, dass alle mitmachen. Europa hat eine sehr starke Stellung in diesem Markt. Zweitens,
Die Unterscheidung zwischen spekulativem und normalem Handel kann man formalisieren. Beispielsweise, indem man einen Referenzkurs bildet. Das ist die grüne Linie. Man definiert einen Korridor um diese grüne Linie herum. Man erlaubt normales Handeln innerhalb des Bands, wird nicht besteuert. Und dieses hier, das ist Spekulation, das wird für mich zur Besteuerungsgrundlage. Auf diese Art und Weise kann ich beides voneinander sauber trennen. Eine Steuer für Spekulanten, um den Alltag von Milliarden Menschen auf der Welt zu erleichtern. Machbar, sinnvoll und so schön konkret. Das sagt Astrid Kraus. Sie will nicht hinnehmen, dass die Macht der Finanzwelt die Politik lähmt. Wieder unterwegs, diesmal in Berlin. Sie arbeitet nur noch halbtags in ihrem Beruf, ackert lieber 40 Stunden in der Woche für die Bewegung ATTAC. Erst vor einem Jahr fing sie an, sich zu engagieren. Gut bürgerlicher Hintergrund, der Vater eine Lokalgröße der CSU, die Mutter in der Kirche aktiv. Und die Tochter streitet nun mit den Eliten. Mit Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Thomas Fischer vom Vorstand der Dresdner Bank. Ausschnitt aus der Diskussion. Diese ständige Repetition des Argumentes der Ohnmacht der Politik, das finde ich völlig unsinnig. Und zwar deshalb, weil die Finanzmärkte und die Politik, also die Finanzmärkte haben überhaupt gar nicht die Macht, um die Politik zu kontrollieren. Nein, entschuldigen Sie mal. Die Machbarkeit der Lobbyingsteuer ist erwiesen, wäre ein erster Schritt, die Ernsthaftigkeit der Politik, die sich bisher in schönen Sonntagsreden ergangen hat, wirklich mal zu demonstrieren. Dass der Bundestag im Ganzen darüber nicht debattiert, ist ja nicht ein Zeichen, dass wir keine Demokratie haben, sondern dass der Bundestag sich dieses Themas in seiner Wichtigkeit bisher noch nicht angemessen angenommen hat. Warum wird denn nicht mal im Bundestag in der Weise diskutiert, wie wir das hier tun? Politik oder Wirtschaft, wo steckt die Macht? In anderen Ländern legen sich die Parlamente mit der Finanzwelt an. In Frankreich, Belgien und Finnland haben sie für eine europaweite Tobin-Steuer abgestimmt. Ein erster Schritt. Deutschland hinkt hinterher. In der Bundestagsfraktion der Grünen hat es noch keine Abstimmung über die Tobin-Steuer gegeben, soweit ich weiß. Aber ich persönlich würde einschätzen, dass es dafür schon jetzt eine Mehrheit gäbe. Denn gerade in der letzten Zeit hat doch bei allen die Ernüchterung darüber sich sehr verbreitet, dass die Globalisierung kein Glücksgeschenk für die Menschheit an sich ist, sondern dass es demokratisch, sozial, ökologisch gesteuert werden muss. Ich bin ganz sicher, dass eine Mehrheit der SPD-Fraktion eine Tobin-Steuer oder ein anderes vergleichbar wirkungsträchtiges Instrument für richtig hält, für notwendig hält. Ich gehe sogar noch weiter und sage, wer das nicht für notwendig hält, ist entweder dumm oder er ist verlogen oder er ist in gemeingefährlicher Weise doktrinär. Nicht nur der Kanzler mauert, auch hier im Finanzministerium sitzen Verhinderer. Zur Machbarkeit der Tobin-Steuer will man uns kein Interview geben. Das ärgert die Kollegen vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Was sagen Sie dazu, dass das Finanzministerium und Herr Eichel die Tobin-Steuer blockieren? Also ich werde mich sicher nicht in der öffentlichen Stellungnahme zu Kollegen und deren Einschätzungen äußern. Alles, was ich sage, ist, es ist einfach wichtig, die Diskussion zu führen. Und dann auch gemeinsam zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es wirklich, uns die entwicklungspolitischen Ziele, die sich die Weltgemeinschaft gesetzt hat, auch zu erreichen. Warum sich Sozialdemokraten wie Schröder nicht für diese Steuer einsetzen? Nun, in vielen Ländern ist den Sozialdemokraten Angst vor den Finanzmärkten eingejagt worden. Weil sie sie nicht verstehen? Weil sie sie nicht verstehen. Den Regierungen wird eingetrichtert, wenn ihr euch daneben benehmt, wenn ihr die Finanzindustrie kritisiert, seid ihr als Regierung unverantwortlich. Wieder unterwegs, 1. Mai-Kundgebung in Köln. Die großen Gewerkschaften haben die Forderung nach der Tobin-Steuer inzwischen aufgenommen. Ein Erfolg, auch für Astrid Kraus. Zur Tobin-Steuer und zum Thema Kinderspielplätze können Sie gleich im Internet mit uns chatten. Außerdem
bieten wir Ihnen das ausführliche Gespräch mit Nobelpreisträger Josef Stiglitz auf unserer Internetseite an. Er äußert sich kritisch zur Globalisierung und erklärt, warum der freie Markt demokratisch kontrolliert werden muss.